Was geht ab, Leute? Nerd Alert Games hier und willkommen zu einer weiteren Wochenvorschau, wo ich erzählen werde, was ich letzte Woche so gezockt habe und was die Woche noch so kommt. Und wir fangen wir natürlich mit letzter Woche an. Ich habe letzte Woche natürlich weiter Sleeping Dogs, Darksiders 2 und jetzt sogar The Walking Dead Episode 3 hochgeladen. Und Sleeping Dogs, ich muss wirklich sagen, das Spiel ist wirklich sehr lang. ich habe nicht damit gerechnet, ich bin circa jetzt schon 8 Stunden drin und ich dachte, so langsam müssen wir doch mal aufs Ende zurollen, aber nö, es geht einfach weiter mit Sleeping Dogs und ich finde es genial. Schön, dass das Spiel so lang ist, denn heutzutage, wenn wir mal das, wie soll ich sagen, nehmen wir das mal das beste Beispiel dafür, Call of Duty Modern Warfare oder generell alle Teile 6 Stunden und hier haben wir natürlich so ein Open-World-Spiel, schön lang, 8 Stunden, vielleicht sogar noch länger, ich bin schon gespannt, was kommt. Wir nähern uns aber wirklich langsam dem Ende, denn die Sun und Yi, die bekriegen sich gerade mit den, ich glaube 18K war das, ich habe es gar nicht mehr so im Kopf. Auf jeden Fall geht's da richtig ab, der Anführer ist auch schon platt. Kleiner Spoiler hier, also hätte euch vielleicht warnen sollen. Aber nein, es ist nichtsdestotrotz, falls ihr mein Let's Play noch nicht gesehen habt, schaut es euch einfach an. Ist nicht so ein großer Spoiler, da wird nämlich noch viel, viel, viel mehr Großes passieren. Also es ist wirklich sehr klein gehalten, also keine Sorge. Sleeping Dogs ist wirklich ein Ausnahmetitel. Ich werde Ende des Jahres, ich habe es glaube ich schon öfters gesagt, wer mich jetzt länger verfolgt, werde ich eine Top 10 machen von meinen besten Spielen dieses Jahr, die ich gezockt habe. Das heißt, ich werde wahrscheinlich mehrere machen, so Top 10 Flops und die Gewinner. Und den werde ich quasi so, sagen wir mal, Awards verleihen. Und dann werde ich mal gucken, werde mich mal hinsetzen einen Tag. Das wird so im Dezember ungefähr sein, Anfang Dezember, wo jetzt eigentlich die ganze Gaming-Season da schon durch ist. Da werde ich mich mal hinsetzen in Ruhe, darüber nachdenken. Da mache ich eine schöne Videoserie für euch, wo ich ein bisschen über die Spiele rede. Und welches dann mein Game of the Year Award kriegt, kann man sagen. So werde ich es auf jeden Fall machen. Ja, Sleeping Dogs, wirklich schon mal ein sehr cooler Titel. Ich muss sagen, dieser Titel und Darksiders 2, habe ich auch dieses Jahr schon gezockt, sind wirklich ganz schöne Überraschungstitel, muss ich sagen. Habe ich nicht mit gerechnet. Beide machen auf jeden Fall sehr viel Spaß. Sleeping Dogs natürlich um einiges länger als Darksiders 2. Aber nichtsdestotrotz, beide Spiele sind einfach der absolute Hammer. Okay, Darksiders 2 habe ich natürlich bei Steam gekauft, also da habe ich keine Hülle von. Darksiders 2 ist auch relativ lang, ich bin aber gerade da erstmal 6 Stunden drin. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von Darksiders 2. Sicherlich, das Spiel macht Spaß, es ist wirklich cool gemacht, das mit dem Aufleveln, das mit dem Gegenstände-Looten, sehr cool gemacht auf jeden Fall. Aber irgendwie, ich weiß nicht warum, will nicht dieses Feeling von Darksiders 1 hochkommen, wo man so richtig mit dem Kerl sich da komplett durchgemetzelt hat und eine Menge Spaß damit hatte. Ich weiß nicht, vielleicht war da ein bisschen brutaler, ist der vielleicht so ein bisschen brutaler rübergekommen. Ich habe keine Ahnung, irgendwie ist Tod so ein bisschen agiler, so ein bisschen schlauer und so. Ich weiß nicht, ich mochte da lieber den Charakter vom ersten Teil ein bisschen mehr. Ist aber natürlich Geschmackssache, ich werde natürlich in meiner Review ein bisschen mehr dazu reden. Die wird natürlich direkt kommen, wenn ich Sleeping Dogs, Darksiders 2 komplett durchgezockt habe. Kein Thema. Aber Darksiders 2 macht Spaß, ich kann es wirklich empfehlen, wenn ihr mal so 50 Euro über habt und wollt mal 6 Stunden, nicht verschwenden, aber 6 Stunden Spaß haben. Also es ist wirklich ein durchschnittliches Spiel, aber wie gesagt, mehr dazu in meiner Review. The Walking Dead, Episode 3 gestartet, bin knapp über eine Stunde jetzt drin, so... Ja, schon an die 2 Stunden fast. Und wer The Walking Dead gesehen hat, ich habe Episode 1 und 2 auch noch gezockt. Links werde ich natürlich in die Beschreibung packen, gar kein Thema, zu allen drei, Episoden. Und The Walking Dead ist der Hammer. Also ich habe, wer mich auf Steam verfolgt, hat es wahrscheinlich schon gesehen, musste dem Spiel einfach einen Kommentar geben, denn es ging nicht anders. Ich finde das Spiel super und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der Adventures mag. Wir hatten jahrelang, finde ich, so eine riesige Lücke, was Adventures angeht. Und The Walking Dead füllt die einfach perfekt. Die brachiale Action, die Story, jedes kleinste Detail, was ihr da macht, wenn ihr ein bisschen mit ihm redet oder mit der Lily zum Beispiel redet, ihm ist jetzt Kenny, sage ich mal, Kenny oder Lily, da müsst ihr euch vielleicht für eine Fraktion entscheiden und das beeinflusst dann immer die Story. Knallt ihr den ab, beeinflusst das die Story. Jedes kleine Fitzelchen, was ihr vielleicht überseht, könnt ihr die Story auch negativ beeinflussen. Das ist auch ganz wichtig zu sehen. In Episode 3, wer die Stunde jetzt gesehen hat, die ich hochgeladen habe, ich habe wirklich brutale Entscheidungen getroffen, muss ich wirklich sagen. Ich habe mich wirklich diesmal auf die Gruppe konzentriert, kann man sagen. Ich will euch nicht so viel wegnehmen, ihr müsst das selber sehen, das ist wirklich extrem lustig. Und da ist wirklich noch was ziemlich Großes passiert, müsst ihr unbedingt sehen, ist wirklich sehr cool. Ich hatte eine Menge Spaß damit, denn man muss sich wirklich sehr schnell entscheiden. Man hat nicht irgendwie ewig Zeit, großartig zu überlegen. Man muss wirklich jetzt handeln, lasse ich die zurück oder sterben die oder schieße ich den ab und so. Der Hammer. Das macht einfach Spaß, das ist Spannung pur und ich kann es wirklich jedem ans Herz legen. The Walking Dead ist der absolute Hammer. Zieht euch rein, zieht euch das Let's Play rein oder kauft euch sogar das Spiel, das ist der Hammer. Macht super viel Spaß.
Ich werde natürlich The Walking Dead komplett jetzt hochladen. Die Episode geht circa noch so eine Stunde oder so. Dann werde ich das schon mal fertig haben. Und dann geht es natürlich weiter mit Sleeping Dogs und Darksiders. Jetzt haben wir schon September sogar. Das geht wirklich sehr, 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 sehr schnell mittlerweile. Kann man sich gar nicht so wirklich vorstellen. Ich mache das jetzt schon seit Januar. Habe wirklich sehr viele Spiele gezockt. Jetzt haben wir schon September. Und ja, an der Stelle möchte ich mich auch an euch wenden. Und mich bei euch bedanken, dass ihr immer wieder zurückkommt, meine Videos guckt, den Daumen hoch gebt und einfach nur einen Kommentar da lasst. Ich lese wirklich, ich kann nicht wirklich jedes Kommentar lesen, was ihr da so lasst, aber die meisten lese ich und gebe natürlich auch Antworten. Also danke, 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 helft mir natürlich weiter aus. Leute, das ist der absolute Hammer, ich kann euch nicht genug danken. Also nochmal danke für euren Support und freut euch auf jeden Fall auf alle aktuellen Let's Plays. Ende des Jahres wird die Hölle losbrechen, kann ich wirklich sagen. Wir gehen langsam rein. Wir haben Borderlands diesen Monat. Wir haben Tekken Tag Tournament 2 diesen Monat. Wird der absolute Knüller. Ich freue mich auf Halo, Assassin's Creed 3. Was kommt noch raus? Neue Call of Duty kommt raus. Ah, so viel mehr. Und nächstes Jahr geht es natürlich auch noch weiter mit Bioshock und oh, so viele Titel. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es wird einfach der absolute Hammer. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, Leute. Ende dieses Jahres habe ich mich für eine Beta angemeldet zu Hawken. Das ist so ein nettes Mech-Spiel. Ich denke, das wird konkurrieren mit MechWarrior. Wer es damals gezockt hat, weiß, was es ist. Steuert so einen riesigen Mech, das ist wirklich eine sehr coole Sache. Freue ich mich auf jeden Fall riesig drauf. Beide Spiele werde ich natürlich zocken. Zu Hawken wurde ich zur Close Beta eingeladen. Das ist wirklich eine sehr coole Sache. Kommt erst im Dezember, weil da die Beta, meine ich, startet. Also darauf könnt ihr euch auf jeden Fall auch schon freuen. Und ja, wie gesagt, ganz große Let's Plays werden noch kommen, zu jedem großen Spiel kann man quasi sagen. Sleeping Dogs, Darksiders 2, alles werde ich noch komplett durchzocken. Viele Leute sagen mir, oh, du hast so viele Projekte, du bringst gar nichts zu Ende. Ich kann euch versichern, Leute, wenn ich ein Spiel anfange, werde ich es auf jeden Fall durchzocken. Und zeitweise lade ich auch ein paar Testvideos hoch und gucke, wie die Leute so reagieren auf manche Sachen. Wenn es den Leuten nicht gefällt, dann höre ich auch einfach teilweise auf. Denn warum weitermachen, wenn es euch nicht gefällt? Dazu ist es ja quasi da, ne? Dass ihr einfach Spaß an den Videos habt. Das ist mir absolut wichtig. Ja, das war es eigentlich soweit zur Wochenvorschau, würde ich sagen. Nächsten Monat freue ich mich schon riesig. Ich werde, denke ich, mal ein paar Kollegen da haben. Und wir zocken für euch auf jeden Fall Tekken Tag Tournament 2. Wir sind riesige Tekken-Fans schon seit Jahren. Muss ehrlich gesagt sagen, ich bin ein bisschen mehr ein Soul Calibur-Fan. Also, aber Tekken steht bei mir auch ganz, ganz, ganz weit oben. Ich bin nicht so der Fan von 2D-Prüglern wie Street Fighter X Tekken oder einfach nur Street Fighter. Nicht so mein Ding. Die 3D-Prügelspiele waren für mich immer ganz groß. Bin mit Tekken und Soul Calibur groß geworden und ich liebe diese Spiele. Und ich spiele Soul Calibur heute auch noch sehr aktiv. Also ein paar Matches pro Tag auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall Hammer Spaß. Und das gleiche werde ich, denke ich, auch mit Tekken Tag Tournament machen. Dazu werde ich auch, denke ich, ein bisschen mehr hochladen. Ich zeige euch das komplette Spiel. Den Tutorial-Modus, wo ihr die einzelnen Moves kennenlernt und üben könnt natürlich. Da wird es so viel mehr gehen. Das Tag-System stelle ich euch vor, detailliert. Und ich weiß nicht, ob ich jeden Charakter euch zeigen kann. Das ist ein bisschen viel vielleicht. Ich werde gucken, was ich machen kann. Ich spiele hauptsächlich mit Bob, Marduk, Lars, Law, Brian und Miguel. Das sind so meine Main-Charaktere, die ich so wirklich gelernt habe, wo ich die Kombos kann und die ganzen Hitstrings auch kann teilweise mit. Also mit denen, auf die werde ich mich hauptsächlich konzentrieren. Teilweise auch Katsuya, teilweise auch so ein bisschen Jin da so reinbringen. So. Das sind auch so Charaktere, die habe ich so am Rand gezockt. Aber die Charaktere, die ich gerade genannt habe, sind so meine Hauptcharaktere. Mit denen zocke ich am meisten, mit denen kenne ich auch die meisten Kombos. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Tag-System funktioniert, denn man kann ja gleichzeitig noch einen hinter sich stehen haben und die Kombo dann weiterführen mit dem. Also, ich bin platt, das ist absolut genial, ich freue mich schon extrem drauf. Weiß nicht, ob ich mir einen Arcade-Stick holen soll. Ich denke, zu Tekken 6, das weiß ich auf jeden Fall, da habe ich den Arcade-Stick für die Xbox 360. Ich weiß nicht, ob die so ein Bundle für Tekken Tag Tournament 2 machen. Wenn ja, werde ich es mir, denke ich, holen und euch ein riesiges Unboxing davon machen. Ich denke, ich werde auch die Collector's Edition haben davon. Kein Ding, ihr werdet auf jeden Fall dazu ein riesiges Unboxing bekommen. Also freut euch da auf jeden Fall schon mal drauf. Reden wir noch kurz über Borderlands 2. Werde ich auf jeden Fall auch zocken mit einem guten Kollegen von mir. Freut euch da auch schon mal drauf. Wird der Hammer. Borderlands 1 war auch sehr cool. Natürlich der kleine Roboter, ne? Wer kennt den nicht? Der ist absolut cool. Und ich denke, der wird da auf jeden Fall, ja, Wiedersehen feiern. Ich weiß es nicht genau. Freue mich auf jeden Fall, ich hoffe, ihr seid dabei. Es werden noch riesige Dinge dieses Jahr kommen und Leute, danke für euren Support. Ich kann es immer noch nicht fassen, ich habe über 4000 Abonnenten. Ich habe gar nicht mit so viel gerechnet, als ich überhaupt damit angefangen habe. Also wirklich, danke für euren Support. Helft mir auch aus, gebt dem Video bitte einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ja, das war es erstmal soweit für die Wochenvorschau. Ein bisschen viel geredet heute, obwohl eigentlich gar nicht so viel war. Danke fürs Zuschauen, Leute, und wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche oder zu mehr Gameplay. Macht's gut, Leute. Bye.